So, liebe Freunde, willkommen zurück bei GTA San Andreas. Wir müssen leider weitermachen mit der Flugschule. Leider nicht beendet. Wir bekommen den Auftrag noch nicht. Müssen hier leider wieder rumfliegen und versuchen, die komischen Trucks zu zerstören, wie gestern schon. Ich hoffe, dass es jetzt heute klappt, dass wir weitermachen können. Weil irgendwie habe ich nämlich keinen Bock mehr, da ewig lang rummachen. Nö, ist auch verständlich. So, jetzt probieren wir es einfach mal, ob wir sie jetzt weggeballert kriegen hier alle. So, einen haben wir verfehlt. Einen haben wir verfehlt und sind außerdem nicht gelandet. Okay, aber wieso so? Versuchen wir es halt nochmal. So. Okay, vielleicht klappt es jetzt besser. Weil irgendwann mal geht auch die Geduld weg und dann hat man einfach keinen Bock mehr darauf. Ist aber bei jedem so. Ich denke mal, das ist normal. Schnabel hochziehen, sonst wird's eng. Wow. Zwei haben wir verfehlt. Scheiße. So. Zurückfliegen. Naja. Wir können auch mal versuchen, mit dem MG was zu erreichen. Yeah, ich glaube MG. MG ist was für Fahrende, ne? Ah! Hätte ich das gewusst, hätte ich das auch benutzen können gestern, ne? Deswegen machen wir jetzt gerade nochmal neu, dann können wir mit der Zeit her besser agieren. Das mit dem Raketenwerfer, die tun ja nicht anvisieren, ne? Aber das MG tut es. Wenn man dann vielleicht es schaffen, ein bisschen langsamer zu sein. So. So, jetzt versuchen wir mal was. Wir bleiben mal ein bisschen weiter weg und sind etwas langsamer. Naja, irgendwann geht's ja, seht ihr? So, und jetzt holen wir uns die Autos. Versuchen jetzt auch etwas langsamer das Ganze zu machen. So schnell rumzufliegen. So, müssen wir es nur richtig drehen in die richtige Richtung. So, und man kann hier richtig schön versuchen jetzt die zu treffen. So, der erste dürfte eigentlich schon bald. Perfekt. Gut, mit Geduld. Dann alles irgendwie hin. Und jetzt müssen wir nur noch schön landen. So. Und dann haben wir es geschafft, hoffentlich. Zack, landen. Da werde ich jetzt versuchen, schön darüber zu kommen. Und dann mittig die Kiste absetzen. Nicht, dass wir zu schnell sind oder so. So, dann bringen wir runter. Perfekt. So, 84, neuer Rekord. 84%. Und jetzt noch mehr machen. Ach du Scheiße. Oh, ein Salto. Haben wir ja schon mal gemacht. Ups, jetzt bin ich aus der Sicht nicht raus. Ich hoffe, dass es jetzt bald vorbei ist, ey. Halte wie gedrückt, um die Höhe zu halten und die Maschine gerade zu fliegen. Auf der ersten Markierung nach oben ein Looping fliegen. So. Kunstflieger. Ja. Hey, wieso hat es nicht geklappt? Ich hab doch gemacht. Okay, nächster Versuch. Ja, das mit dem Helikopter war ja schon brutal, hey. So, drücke jetzt ab. Einmal zack. Und wieder gerade. Hm, irgendwie hat es ihm nicht so gepasst, ne? Okay, nochmal. Ja, weil wir, glaube ich, eine andere Taste noch benutzt haben, deswegen. So,
Sobald du die Markierung triffst, benutze sie ab. So, jetzt. Einmal und wieder gerade. Ah, verfehlt. Ah, nochmal. Scheiß Flugschule, echt, ey. So, jetzt probieren wir es nochmal. Und zack. Sag, ich habe aber schon einige Sachen hier verheizt, ne? In dem Spiel. Ich komme nicht in die Markierung, Alter. Das darf doch nicht wahr sein. Die hätten es auch so sitzen können, dass man direkt nach der Umdrehung drin ist. Der Kunstflieger werde ich jetzt auch noch, ey. Ist ja echt brutal langsam hier. So. Ja, wieso hat es nicht geklappt? Jetzt war ich doch richtig. Also irgendwie spinnt es hier, glaube ich. Komisch. So, jetzt pass auf. Und zack. Fliege durch die Markierung. So, jetzt. 90. Okay. Noch mehr. Rolle. Einmal so machen. Okay. W gedrückt, um die Höhe zu halten, halte die Maschine gerade und fliege auf die erste Markierung zu. Und dann muss ich wahrscheinlich einmal, sobald du auf Markierung triffst, halte A gedrückt, um eine. Aha. So. Ja, toll! Du bist doch witzig, ey. Ich bin gespannt, ob was auf Anhieb passt. Wir erklären das so einfach, ja? So, jetzt. Moment. Also. Und. Zack. Ja, jetzt hat's geklappt. Einmal durch noch. So, gut. Wow. Neues Zertifikat erhalten. Neuer Rekord. So, dann müsste jetzt eigentlich reichen, oder? Ah, wir dürfen noch kurz falsch umspringen. Okay, das ist ja okay. Oh, drück im Pfeil auf nach vorne um. Wow. Jetzt müssen wir auch noch in der Markierung landen. Echt jetzt? So. Wie? Ach du Scheiße. Und wann drücke linke Maustaste? Achso, jetzt drücken. Okay. Dass wir das Ziel vielleicht noch irgendwie treffen. Lande in der Mitte. Von dem Ziel. Okay, jetzt müssen wir da irgendwie rein. Reinkommen. Fliegst du vorwärts, sinkst du auch langsamer. So, versuchen wir mal, ob wir das vielleicht hinbekommen. So. Ich hoffe, dass das jetzt die letzte Prüfung ist und ich hoffe, dass wir auch da drin landen werden. Aber so wie es aussieht, sieht es gut aus. Ja, 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 ja. Ah, 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 ah. Und schaffen wir die 35? 20! Ah, wunderbar. Neuer Rekord. Und wir haben es geschafft. Respekt. Oh. Boah. Alter. Alter. Leck mich doch am Arsch. Bevor ich aber die Mission anfange, muss ich leider kurz irgendwie... Hallo? Hallo, Carl, it's Woozy. Hey, Woozy, man. What you been up to? Come along and see for yourself. I got a little business proposition for you. Come over and see the setup, my friend. Okay, for sure. I like that. Like it? You're gonna love it. It's the Four Dragons Casino in Las Venturas. I'll see you soon, yeah? Yeah, okay. Oh, wir bekommen hier also jetzt auch neue Aufträge. Da, dass wir jetzt die Flugschule absolviert haben, dürfen wir auch jetzt ein Flugzeug bedienen. Haben wir eigentlich jetzt noch irgendwie einen Fallschirm? Nee, eher nicht. So, ich werde mir jetzt mal kurz das Flugzeug hier krallen, wenn wir schon mal fliegen dürfen. Und werde kurz zum nächsten Waffenladen fliegen. Wow, ich zeige euch, was wir gelernt haben. Seht ihr?
Und hoch mit der Nase. Weil wir brauchen natürlich Waffen. Waffen ohne Ende, ne? Ach, es hat doch Vorteil, dass man fliegen gelernt hat, ne? Jetzt müssen wir nur wissen, wo. Karte. Da ist ja schon ein Waffenladen. Weil das wollte ich nämlich kurz noch holen. Brauchen wir ja wieder. Was ist das? Ach, mir ist was hinterher geflogen. Ach so, Area 51. Sollte man nicht drüber hinwegfliegen, wie ihr vielleicht wisst. So, jetzt sollte ich irgendwo mein Flugzeug landen, ne? Vielleicht in der Nähe von meinem Waffengeschäft, wo ich einkaufen gehen möchte. Ich lasse mal kurz die Triebwerke raus. Ich werde mal hier hinten irgendwo landen. So, nehmen wir mal ein bisschen den Speed weg. Und ja, Vorsicht, Schild. So. Sehr schön. Warte mal, wir müssen vielleicht noch irgendwie anders hinstehen. Tu mal bitte einmal drehen. Flugzeug, ich brauche dich vielleicht nochmal. Wo kommen denn die ganzen Biker her? So, wir parken. Kurz hierher. Prima. Perfekt. Seht ihr? Ha, es hat sich doch gelohnt, einen Flugschein zu machen. Wir müssen kurz ein bisschen was einkaufen, bevor wir hier weitermachen. Sturmgewehr. Wir nehmen die AK-47, die ist etwas billiger. Okay, schminkt euch ab. Wir holen nur eine Tech-9. Wir müssen... Ja, dass da hier eine Tech-9 brauchen wir. Was Besseres können wir uns gerade nicht leisten. Dann nehmen wir ein bisschen Munition mit. Wir bekommen ein Flugzeug und können uns nicht mal richtige Waffen leisten, ne? Jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen Kohle verdienen dann. Okay. Yeah, motherfucker! Ich hab meinen Flugschein, Wichser. So. Einsteigen, losfliegen, cool. Alles wird gut, alles wird gut. Ey, mach mal Platz hier. Ich muss hier starten. Yeah. Auf jeden Fall können wir uns so schnell fortbewegen. Das ist gut. So, jetzt werde ich auf jeden Fall... ne, über die Area 51 sollte man eigentlich nicht fliegen, ne? Ist nicht gut. Die mögen das nicht. Die schießen gleich mit Raketen auf einen. So, hier werde ich jetzt landen. Ja. Achso, ich habe vergessen meine... Nein! Jetzt war ich gerade Waffen kaufen. Leck mich. Mein letztes Geld habe ich rausgeworfen. Verdammt, jetzt können wir uns gerade mal einen Baseballschläger leisten oder sowas. Nein! Fuck you! Fuck! Fuck! Leck mich! Ah! Ich könnte mir so einen Arsch speisen. Ich habe vergessen, die... Ja, eine Pistole. 9mm, bitte. Bitte das billigste Modell, was sie haben. $200, so viel. Ja, wir können sonst uns nicht wehren, wenn jemand auf uns schießt. Das war's. Wir sind so arm. Boah, noch $32. Mit dem können wir noch viel anfangen heute. $32, wir können uns einen blasen lassen. Oder, keine Ahnung. Wir könnten ein paar Nutten auf den Strich schicken. Ah ne, halt. Die sollen ja dann uns bezahlen in dem Fall. So, ich glaube, ich lasse das mit dem Fliegen, ne? Ist nicht gut. So, jetzt habe ich auch noch die Bullen an der Backe. Ich werde jetzt zurück zum Flugfeld gehen, weil da ist nämlich dann unsere nächste Mission. Und dann mal schauen, obwohl ich eigentlich die Schnauze voll habe vom Fliegen, ne? Naja, wir werden dann sowieso sterben. In dem Fall müssen wir das andere S auch noch machen, oder? Die ganzen Fahrschulen. Sollen die echt alle mitmachen? Auch wenn wir scheitern? Womöglich unser Leben liegen lassen? Wieso ist denn das so weit weg hier? Flughafen.
Ich glaube, wir werden noch oft sterben. Sehr oft. So, da unten ist mein Flugfeld. Wow, 22 Dollar gekriegt für den Stunt. Das finde ich ja super geil. Aber hier war doch irgendwo eine Kugelsichere. Wo waren die jetzt? Die hat sie hier gratis gegeben irgendwo. Da drin? Moment, in irgendeinem Loch war die, ne? Ah, scheiße. Aber nur wo? Ne, da auch nicht. Wo gab's denn die jetzt? Da auch nicht. Hier war's auch nirgends. Scheiße, ich hätte mir das merken sollen. Da gibt's es! Juhu! Wenigstens gibt's die hier kostenlos. Wollen wir uns schon keine kaufen. Auch wenn alles so negativ ist gerade. Aber es wird irgendwann mal wieder positiven Seiten im Spiel geben. Bestimmt. Bin da optimistisch halt. Aber auf jeden Fall werde ich mich jetzt schon mal bei euch bedanken fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr werdet mir treu weiter zuschauen und dabei bleiben und so weiter und so fort. Und dann sehen wir uns wieder im... Ach, da wäre eine Garage. Im nächsten Part. Bis dahin, einen schönen Tag noch. Ciao.